Och Mann! Jetzt ist mal gut hier mit runtersegeln. Kleine Hobbit-Dame. Und ich war kurz davor, mir Popcorn zu machen. Kannst du immer noch. Lohnt sich immer noch. Die Spiegel sind ja jetzt alle. Die sind ja jetzt nicht mehr wieder verstellt. Es könnte höchstens sein, dass wir wieder einen putzen müssen. Also das sollte eigentlich gehen. So, da geht's hoch. Da geht's runter. Die Aufgabenmeisterin stellt an alle Spiegel, an denen keine Saboteure stehen, einen Saboteur hin und die verdrecken die Spiegel. Genau. Deswegen sage ich ja. Ich glaube, die verstellen sie nicht, sie verdrecken sie nur und dann muss man sie halt wieder putzen, in Anführungsstrichen, indem man die Saboteure wegmacht. Aber an und für sich müssten wir ja jetzt... Müssten wir es eigentlich geschafft haben, dachte ich. Oder kommt da nicht irgendwie eine Meldung, dass man es geschafft hat? Alter, ich habe da jetzt so, ich war jetzt ein bisschen irritiert, dass jetzt nicht irgend so ein Ausruf kam. Was machst du da? So nach dem Motto. Und das sehen wir ja jetzt gleich. Oh. Wieso ist der zu? Jetzt nicht mehr. Beziehungsweise jetzt ist es egal. Weil da kein Licht mehr drauf scheint. Da hat auch gar keins drauf gescheint. Wir sind hier durchgehüpft. So, jetzt nicht wieder vorbei hüpfen hier. Kleine Hobbit-Dame. Man sieht ja schon, wo diese Dinger sind, weil da ja immer da oben die Nieten sind. Aber hier sieht man es zum Beispiel nicht. So, jetzt haben wir da hinten... jetzt sehen wir es ja von oben. Also von rechts kommt noch kein Licht. Obwohl... Eigentlich kommt von jeder Richtung ein Licht. Wenn ich es richtig sehe... Eigentlich müsste das funktionieren. Müssen wir dann da in die Mitte springen? Muss ich da durchspringen? Und runter? Es geht ja nur darum, da diese Gase da wegzumachen, oder? Dieses... So. Und dann kann man da durchhüpfen, oder? Oder sterbe ich dann wieder? Muss ich da durchhüpfen? Nicht, dass ich da wieder reinlaufen muss. Aber es ging ja darum, da das Gespinst wegzukriegen, ne? Ja. Unser Befehl lautete, diese Spiegel mit unserem Leben zu verteidigen. Ja, du musst. Gut. Ich wollte jetzt nicht nochmal bis vom Anfang an. Ja, haben sie besiegt. Aber schon krass, ne? Mit dieser riesigen Linse und allem. Die Frage ist, habe ich jetzt noch Lust zu den Wasserrädern auch? Es ist gut, dass ihr das Relikt in Lumulnar vernichtet habt. Ich wusste es. Ich wusste, dass ihr Gorotuls Relikt in Lumulnar finden würdet.
Gut, dass ihr es vernichtet habt. Die Merivale müssten wir jetzt in Schach halten können. Hätte das Relikt jedoch Gravolun oder einen anderen Kerog nach Lumulnar gelockt, wäre der Erfolg nicht so gewiss gewesen. Guck mal, wir könnten jetzt nochmal. Oder es einfach, weil es noch offen ist. Ich weiß es nicht. Naladum. Naladum ist ja auch so unmöglich. Ein weiteres Relikt zu finden ist. Wobei das ja auch so ein bisschen abgekürzt ist, ne? Ja, komm, dann haben wir das beim nächsten Mal hinter uns. Mein Onkel Bosi hat mir während eurer Abwesenheit eine Nachricht übermittelt. Er glaubt zu wissen, wo sich ein weiteres von Gorotuls Relikten befindet. Dessen Standort ist mindestens genauso gefährlich wie der in Lumulnar. Es handelt sich um die Wasserräder von Naladum. Begebt euch mit euren Gefährten in die Kammer des Scheidewegs und sprecht meinen Onkel an. Er wird euch mehr über Naladum erzählen. Okay, also da kann er uns jetzt nicht hinschicken. Das muss dann der andere tun. Okay. Wieso hat der hier nochmal einen Ring? Ich brauche eure Hilfe. Aber das ist einfach nur, weil er noch aktiv ist, oder wie? Aber das andere haben wir ja. Nee. Ja, abgeschlossen. Aber sowas hasse ich das immer, wenn ich so nochmal machen muss, weil ich irgendwas falsch verstanden habe. So wieder von vorn anfangen, das mag ich gar nicht. Wenn man irgendeinem Boss in der offenen Welt scheitert, okay, dann rennt man halt wieder hin und macht den dann. Aber bei sowas, wo man dann wieder durch alles durch muss, wegen irgendwas, das nervt mich dann schon immer. Seid gegrüßt. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, euch richtig dafür zu danken, dass ihr das Bündnis zwischen der Eisernen Garnison und den Elben von Lothlorien geschmiedet habt. Wohlan! Danke. Mit Mazok haben wir einen Gefangenen, der wichtig genug ist, ihn gegen die Geiseln austauschen zu können, welche von Gorotul nach Dol Guldur verschleppt wurden. Unter ihnen ist auch mein Häuptlingssohn. Oh, Bori, mögen euer Mut und eure Stärke euch die Folterquallen überstehen lassen. Speern zufolge befindet sich ein Relikt, das zweifelsohne des Bösen ist, zwischen den Wasserrädern von Naladum. Die Abflüsse der Kanäle dort konnten unsere Leute jedoch nicht regulieren und somit das Relikt nicht erreichen. Ihr müsst die Funktionsweise des Systems ergründen, um dieses Relikt Gorotuls zu finden und zu vernichten. Ich werde euch von einem Kundschafter zum Eingang nach Naladum im Wasserwerk führen lassen. Das Vordringen in die gefluteten Tiefen ist gefährlich, denn die Mechanismen sind uralt und schon seit vielen Jahren nicht mehr in Gebrauch. Der Eingang nach Naladum befindet sich im Wasserwerk. Ich werde euch einen Führer senden, der euch zum Eingang bringt. Danke. Tief unten in den Abgründen Morias hatten die Zwerge einst einen beeindruckenden Kanal angelegt, um das Wasser aus den Bergen nach Moria zu leiten. Doch die eiserne Garnison ist beunruhigt, denn irgendetwas blockiert nun die großen Räder, sodass sie sich nicht mehr drehen. Ein bisschen nass hier, hm? Okay, jetzt müssen wir mal gucken, weil ich weiß es nicht, ob... Also hier müssen wir eins drehen. Weil in der Gruppen-Inni ist es ja so, dass man da nicht allein oder nur mit sehr viel Speedy Gonzales weiterkommt. Aber in der Solo-Ini muss das ja möglich sein. So, jetzt müsste da unten offen sein.
Sieht man das von hier? Da, oder? Eigentlich müsste man sogar hier runterhüpfen können, aber das ist ein bisschen... Oder springen wir dann wieder in den Tod? Ich glaube, wir laufen normal rund. Nachher rutscht man dann wieder so komisch hier rum. Über irgendwelche Kanten weg. Dann ärgere ich mich wieder. Wo sind wir denn hergekommen? Von hinten. Man sieht es an der erkundeten Map. So, jetzt hat es hier auch so gewisse Übergänge, die wir öffnen müssen. Aber ich weiß jetzt nicht, was hier jetzt anders ist wie in der Gruppen-Ini. Oh, wer baut sowas? Zwerge? Oder irgendwelche Orks, die hier rumklettern. So, jetzt dreht sich das wieder. Jetzt kann man da rüber. So, und jetzt ist das hier ist dann immer die Krux in der Gruppe, dass man hier hinten drehen muss, damit hier aufgeht und dann muss hier schon einer parat stehen und dann läuft man da rein. Dann laufen die, die hier parat sind, schon da rein. Und das schafft man halt in der Regel alleine nicht. So, hier gibt's aber zwei Hebel. Also der eine Hebel ist um hier unten irgendwie eine Brücke, glaube ich. Wobei, das hängt ja hier auch, ne? Jetzt dreht sich das wieder. Aber normalerweise kommt man, glaube ich, hier nicht runter, oder? Ich glaube, diesen Runterweg gibt es normalerweise nicht in der anderen Instanz. Ah, hier wird jetzt die andere Seite. Und dann müsste man diesen Hebel dafür ziehen. Ah, ja, okay. Dann gibt es den da durch. Also ihr seht auch hier eine Rätsel-Ini. Dann ziehen wir mal an dem, dann müsste ja hinten das Tor aufgehen. Ja. Und hier bleibt es halt dann einfach offen und geht nicht wieder zu. Und in der Mehrspielerinstanz muss halt dann der eine warten, dass die drüben eben dann auch die andere Seite öffnen. Ich habe das auch in Erinnerung, dass das gar nicht so einfach war. Diese Instanzen waren gar nicht so ohne. Damals. Ja, super. Ich habe mir wieder einen Knöchel verstaucht, indem ich ins Wasser bin. Aber das hängt hier auch. Das ist auch
gejammt. Genau, und dann kann man den Kollegen hier rüberlassen. Wenn man jetzt zu mehreren spielt, ne? Und dann ist die Gruppe wieder zusammen. Eigentlich schon eine coole Idee, das so zu machen, ne? Bisschen. Ich glaube, das war irgendwie Sackgasse. Oder war da auch noch mal ein Rädchen? Bruder, ich muss noch irgendwo aufmachen. Gucken wir mal, wo es da hingeht. Ah ja doch, hier gibt es noch einen Hebel. Hier? Ah ja, jetzt sind wir, glaube ich, da, wo wir reingekommen sind. Ja, das ist dann der Rückweg. Wenn man wieder raus will. Oder eine Abkürzung, falls man stirbt, dass man nicht hinten wieder überall rum muss, sondern kann man hier einfach runterlaufen. Aha. Schwindelerregende Treppen hier. Spuckschwanz. Genau wie dieser Eisschwanz. Oder Frost. Genau das gleiche Namensproblem. So, und jetzt? Jetzt? Also hier ist zu. Da ist ein Hebel, aber auf der anderen Seite. Dann gucken wir mal hier. Oh, der sieht aber gar nicht vertrauenserweckend aus. Kerox! Aha. So. Da ist ein... Da könnte man... Da muss man hinunterhüpfen, so wie es aussieht. Dann hier Sackgasse. Also runterklettern. Immerhin sind ja solche Böden da drin. Autsch. Oh, das Relikt zum Greifen nahe. Aber da unten wartet noch einer, den wir überwinden müssen. Eine Welle der Furcht durchfährt euch, als das Relikt zerstört wird und verschwindet wieder. Besiegt Kerlok. Ihr kommt in mein Heim? Ich zermalme euch zu Brei. Ganz viele Hebel. Ah, vielleicht können wir ihn zermalmen. Ah. Oh, nett. Ihr habt Kerlok besiegt. Sprecht mit Bosi. Wozu sind denn diese Hebel hier? Pass sie nicht an! Wir sind sowieso schon rausgebeamt. Sehr gut gemacht. Die Vernichtung dieses Relikts dürfte verhindern, dass noch mehr Böses an die Wasserräder gelockt wird. Jetzt müssen wir nach vorn schauen. Ich befahl den Schmieden beim Feuerherz,
neue Ketten für Marsok anzufertigen. Bruin hat mir von eurer Gefangennahme Marsok in Rujda Durinul erzählt. Und mir wurde eins klar. Wenn Marsok im Austausch gegen die Freiheit meines Sohnes nach Dol Guldur gebracht werden soll, brauchen wir stärkere Fesseln, um ihn zu bändigen. Ihr habt den Orkkönig schon einmal bezwungen, als er sich befreite, doch wir dürfen dieses Risiko nicht noch einmal eingehen. Deswegen befahl ich den Schmieden am Feuerherzen, neue Fesseln für Marsok herzustellen. Unsere Mithril-Vorräte sind sehr begrenzt, aber die Schmiede haben diesen Rohstoff wahrscheinlich mit anderen Metallen zu einer robusten Legierung verarbeitet. Sprecht mit Lothgel im Feuerherz und seht nach, ob die Fesseln fertig sind. Ich habe jetzt überhaupt keine Lust, mir wieder den Weg dahin zu suchen. Deswegen machen wir das jetzt so. Ja, naja, wir haben eine geringe Menge Mithril mit anderen Metallen kombiniert, um diese Fesseln herzustellen. Dazu wurden sogar einige der Rüstungen und Waffen eingeschmolzen, die ihr für meine Schmiede gesammelt hattet. Diese Fesseln werden Marsok auf der Reise in den Düsterwald ruhig stellen. Er wird sich davon nicht befreien können, so wahr ich Slothgal von der Eisernen Garnison bin. Lasst sie von Bruin genehmigen. Er bereitet sich im Lager der Ruhe auf die Reise vor. Wie fies! Ja, dann machen wir das aber diesmal so. Ich glaube, das geht ganz fix, wenn wir da einfach... von der 21. Halle aus hin. Möge Durin bald in seine Hallen zurückkehren. Aber Zerak-Ziegel kann man von hier nicht, ne? Weil das wäre nämlich auch ein cooler Punkt. Naja. Weil da hätten sie vielleicht, wenn, dann auch nochmal so Ziegen hinstellen können, die dann nur da so hin und her, so ähnlich wie bei der Orkwacht und so. Es sah gerade aus, als ob es hier alles überschwemmt wäre. Aber nur kurz. Was haben wir denn da? Ach, das war das mit den Echsen im Wasserwerk. Oder in den Wasser, bei den Wasserrädern. Das geht hier nicht rum, oder? Machen wir vorhin schon mal. Ach doch, hier. Ein paar Schnörkels noch. Oder? Hier hätten wir, glaube ich, irgendwie raus können. Naja, Uria halt. Sind da so ein paar Gänge verschüttet. Da wären wir rausgekommen. Nee, 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 doch nicht. Ist Sackgasse? Oder hier? So. Ruin. Was ich für dich alles tue und für deine Kollegen.
Wir sind Die Fesseln in der Tat. Sie sehen sehr robust aus. Masok wird sich davon nicht befreien können, ganz im Gegensatz zu damals. In Roshdurinul, damals ist gut. Wir haben Unstimmigkeiten mit den Elben von Lothlorien, was den Transportplan für Masok nach Dol Guldur angeht, wo dieser gegen meinen Cousin ausgetauscht werden soll. Celeborn will den Ork das Betreten des Goldenen Waldes untersagen, obwohl der direkte Weg dorthin durchführt. Stattdessen sollen wir den Wald umgehen, was die Reise erheblich verlängert. Englammel wartet im Gwathrandath auf meine Antwort, überbringt sie ihr aber widerwillig. Sagt ihr, wir werden den langen Weg mit Masok einschlagen, obwohl mir das erheblich missfällt. Und sagt ihr auch, dass ich von den Elben erwarte, dass sie einen Teil dieser Unannehmlichkeit mittragen werden. Die daraus entstehende Verzögerung ist unerträglich und wir sollen sie mitnehmen. Aber ich werde mich beugen um Boris Willen. Ach nee, wir sollen sie hinnehmen. Die Verzögerung. Gut, dass wir hier noch die ganzen Ports haben. Läuft auch immer falsch. Eigentlich müssten sie ja die Dinger wegmachen, ne? Da wäre ja die Gefahr, dass hier vielleicht wieder sich was ausbreitet. Von den Pilzen. Tut mir leid, ich verstehe Bruin, doch ein Aufenthalt Masoks im Lothlorien ist einfach nicht hinnehmbar. Auch gefesselt darf Masok den Goldenen Wald nicht betreten. Wir haben uns schon über die Zeichen unterhalten, die Gorotul an bestimmten Orten in Moria hinterlassen hat, und ihr habt euch bei deren Zerstörung gut geschlagen. Margor hat mir während eurer Abwesenheit berichtet, dass noch mindestens eins davon übrig ist. Was? Wir sind immer noch nicht fertig. Seit ihr Margor gerettet habt, ist er unentwegt durch die Tiefen gewandert. Seit ihr Margor gerettet habt, wagt er sich immer wieder in die Tiefen vor und behauptet, es sei seine persönliche Pflicht zu verhindern, dass die namenlosen Gefahren in Asanaruka jemals den Ort verlassen. Bei seinem letzten Vorstoß in das Feuer dieser Höhlen beobachtete er mehrere Rorgmul, die wohl einen Götzen des Bösen mit sich herumtrugen. Er folgte ihnen eine Zeit lang, doch dann bemerkten sie seine Gegenwart und er zog sich zurück. Fasst all euren Mut und sprecht dann noch einmal mit mir. Ich werde euch zu Margor bringen. Zusammen müsst ihr nach Asanaruka zurückkehren und herausfinden, ob dieser Götze zu den Relikten Gorotuls gehört. Wenn ja, vernichtet ihn. Ich bringe euch zu Seid ihr marschbereit? Margor ist schon vorgereist und wartet auf euch. Das ist jetzt da, wo man so ewig weit runter musste noch. Hat die Zauberei von Gorotul etwas Böses erweckt, das nicht ignoriert werden darf. Ihr seid mit Margor in die finsteren Bereiche gereist und müsst die Bedrohung beseitigen, bevor es zu spät ist. Okay. Da sind wir nun, wo wir schon einmal waren, in den tiefsten Abgründen von Asanaruka. Ich bin seit unserem Kennenlernen oft hier gewesen, doch war ich dabei stets besser gerüstet als bei jenem Abenteuer. Die Herrin des Waldes hat mir einen ausgezeichneten Elbenstein gegeben, dessen Licht schon viele in die Flucht geschlagen hat. Wir müssen vorsichtig sein, denn hier waren Rorgmul, die ein unglaublich bösartiges Artefakt mit sich herumtrugen. Momentan ist nichts von ihnen zu sehen, doch bald können sie nicht sein. Rücken wir vor, Freunde, finden wir heraus, was uns in Asanaruka erwartet. Hier entlang. Ich zeige euch den Ort, an dem ich das Artefakt erspähte. Ich hoffe nur, dass der Elbenstein, der mir von Herrin Galadriel überreicht wurde, ausreicht, um uns Stärke zu bewahren. Rorgmul waren hier, wo sind sie hin? Solange er nachher, wenn es brenzlig wird, nicht wieder wegrennt und sagt, er holt jetzt Verstärkung? Soll mir das egal sein? Wir sind nicht allein, ein Kerok liegt auf der Lauer. Ah. So ein Gorilla.
Oha, Gestalt Gravoluns. Hä? Das Licht des Elbensteins wird diese Bestie schwächen. Was? Ich wollte den jetzt hier abmuchseln. Was machst du da für Sachen? Wenn er dann nicht angreifbar ist, dann bringt mir der Elbenstein gar nichts. Gut, meine Freunde. Er liegt am Boden und der Weg vor uns ist frei. Ach, gut, dass ich ihn dabei habe. Ohne ihn würde ich das ja gar nicht schaffen. Der Margor. Denn er kennt sich ja hier aus und war schon ganz viel allein hier unten und hat hier eigentlich schon aufgeräumt. Oh nein, nicht schon wieder Strahlen. Ich habe das Gefühl, etwas Furchtbares steht uns bevor. Könnt ihr es auch spüren? Elbaris, schütze uns! Wie wir es befürchtet haben, die vielen Gestalten von Gravolun, dem Gerok, wurden nach Asanaroka gelockt. Seht nur, sie hecken Übles mit dem Leuchtfeuer. Aus, vorsichtig, schleichen wir uns näher heran. Wie kehrig, es scheint, dass sie uns gar nicht bemerken. Also hier liegen welche vor diesen Strahlen gebannt. Und seht nur das Leuchtfeuer. Es scheint mit einem üblen Licht. Auch einen Augenblick, um das Artefakt zu untersuchen. Das kann nicht sein. Es ist schlimmer als befürchtet. Die Kerig verstärken die Leistung von Gorotuls Leuchtfeuer. Sie beschwören die Rückkehr von Gwathnor. Schnell jetzt, zerstört das Artefakt, bevor Gwathnor den Ruf folgen kann. Ich greife die Kerig an, wenn sie auf dessen Vernichtung reagieren. Ich muss erst da drüben was machen, ne? Eine Welle der Furcht durchfährt euch. Ah, okay, das so. Ich dachte, das Ding da hinten ist das Leuchtfeuer, das Relikt. Ah, Gwathnor ist wieder da, Gwathnor. Sieh, das Licht der Elben! Okay, verhindert, dass sich Gwathnor oder seine Mitstreiter dem Ausgang nähern. Ach du Schande. Dann halten wir ihn mal hoffentlich hier irgendwo. Aber die Kollegen dürfen ja auch nicht dahin. Wir müssen die Gestalten von Gwavolen besiegen, wenn wir die Gwathnor unterwerfen wollen. Ein bisschen schneller bitte, bevor mein Gambit weg ist. Wie viel sind denn da? Zwei? Ne, drei. Die wahrscheinlich so nach und nach alle aufwachen. Oh, ich hasse das. Fliehe vor dem Licht der Herrin des Waldes. Vor allem, es bewirkt gar nichts. Aber vielleicht auch eher, weil wir nicht in Gruppe sind. Da wäre man dann vielleicht froh, wenn der mal eine Weile Pause hat. Vor allem die Heiler. Mach schnell, besieg diese Gestalt. Den Meister weiter zu schwächen. Ja, flupp. Einer kommt noch. Ich glaube, einer liegt da noch. Nur noch einer oder zwei? Einer noch. Hm.
Die letzte Kraft der Kerrig hat ihn verlassen. Vasnor ist auf sich allein gestellt. Unsere größte Aufgabe liegt nun vor uns. Okay, jetzt sind es zwei. Er hat sich jetzt in so einen Viech verwandelt, oder wie? Oder nee, der liegt da nicht. Ach, wenigstens hat er ihn jetzt nicht nochmal irgendwie gestunt. Geschafft! Der Diener der Schatten und Flammen wurde wieder einmal besiegt. Wie oft noch? Wir haben verhindert, dass Gwathnor an Stärke gewinnt und die Gestalten des Garavulun verstreut, die nach Asanaruka gelockt wurden. Wir haben uns eine gut kurze Atempause erkämpft, denn ohne Gorotuls Signalgeber wird es dauern, bis Gwathnor und seine Schergen wieder den Weg in die Oberwelt finden. Doch sie werden nicht ewig fortbleiben. Wir haben nicht die Mittel, um diese Kreaturen zu zerstören, seien sie auch nur kleine Geister. Das übersteigt unsere Fertigkeiten. Wir können sie eine Zeit lang aufhalten und hoffen, dass der Frieden, den wir uns damit erkaufen, die Mühe wert ist. Ich glaube, er ist es. Seid ihr marschbereit? Hier hält uns nichts mehr. Wir wissen zurück in die oberen Stockwerke, wo die Luft sauber ist. Von den größten Höhen bis in die tiefsten Tiefen habt ihr nach den Relikten Gorotuls gesucht und sie zerstört, wodurch seine Pläne für Moria vorerst durchkreuzt sind. Nun müssen wir alle den Blick nach vorne richten, hinüber zum Düsterwald, wo die Armeen des Feindes ihre Kräfte bündeln. So, wo haben sie mich denn hier ausgesetzt? Ihr habt Gwathnor und Gravulun keinen Augenblick zu früh in die Tiefen geschickt. Genau zur richtigen Zeit. Ich weiß nicht, ob dies das letzte von Gorotul in Moria platzierte Relikt ist, aber wir haben wenigstens etwas Zeit gewonnen. Solange Gorotul lebt, besteht auch die Gefahr, dass er mehr von diesen Signalgebern baut, die Gwathnor oder Gravulun wieder anlocken könnten. Und beim nächsten Mal finden wir die beiden vielleicht erst, wenn sie bei vollen Kräften sind. Geht nun zu Haldir, der sich auf dem Flat direkt vor dem Goldenen Wald befindet. Sagt ihm, die Zwerge der Eisernen Garnison erklären sich damit einverstanden, Mazok auf einem indirekten Weg nach Düsterwald zu bringen und Lothlorien dabei wie gewünscht zu meiden. Und sagt ihm, dass das Goldene Heer so bald wie möglich ausrücken muss. Zögert es zu lange, müssen wir vielleicht an zwei Fronten kämpfen. Gegen Dol Guldur auf der einen und gegen die wieder auferstandenen Gwathnor und Gravulun auf der anderen Seite. Okay. Sprecht mit Haldir am Talan Haldir. Ja, Ise. Ich sehe euch wieder, wenn die rechte Zeit gekommen ist. Wir bereiten uns darauf vor, so schnell wie möglich abzureisen, Naya. Doch das Goldene Heer darf nichts überstürzen, damit unser Unterfangen nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Es wird etwas dauern, bis die Zwerge Mazok an den Rand des Düsterwalds gebracht haben, und in der Zwischenzeit werden wir alle notwendigen Vorbereitungen treffen. Ich hoffe, ihr seid dann auch bereit. Sowohl die Zwerge der Eisernen Garnison als auch die Elben von Lothlorien verlassen sich auf euren Mut und eure Fertigkeiten. Ich selbst hoffe auch, dass dieser Vorstoß kein Fehler ist. Es ist schon lange her, dass dieses Gebiet als großer Grünwald bezeichnet wurde. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, und dann würde es nämlich hier weitergehen. Das dunkle Ufer. Aber wir müssen im Goldenen Wald natürlich auch noch Dinge tun. Und die machen wir beim nächsten Mal. Da gibt es nämlich noch einiges zu tun. Auch nachher hier in der Stadt und so. Gibt es noch ein bisschen Aufgaben. Die machen wir dann aber beim nächsten Mal.
Denn ich glaube, für heute haben wir wieder genug Welt gerettet. Findet ihr nicht auch?